Einen schönen guten Tag. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Notfalldatensicherung starten. Wenn Sie zum Beispiel nicht mehr ins Programm reinkommen, warum auch immer, und Sie eine vorhergehende Datensicherung laden müssen, können Sie das tun. Sie öffnen Ihren Arbeitsplatz und wählen nun Ihr Installationsverzeichnis, wo WABI Profi 3 installiert ist. In unserem Beispiel ist es das Testdatenlaufwerk. In Ihrem Beispiel wäre es wahrscheinlich das Verzeichnis C. Nun wechseln Sie in den Installationsordner von WABI Profi 3, indem Sie einen Doppelklick darauf tätigen. Nun suchen Sie die Datei Notfall. Sie können auch einfach, wenn Sie es nach Liste angezeigt haben, hier notfall-zip.exe anklicken und diese ausführen. Sie sehen nun die verfügbaren Datensicherungen in Ihrem Backup-Verzeichnis. In unserem Beispiel haben wir einfach nur zwei Datensicherungen. So, und nun, die Dateien sind natürlich passwortgeschützt und Sie wählen die Datei aus, die Sie laden wollen. In dem Fall klicken Sie die Datei an und sagen Markierte Datensicherung wiederherstellen. So, das müssen Sie zweimal tun. Das eine Mal wurden die Lizenzdaten geladen und das nächste Mal werden die Daten geladen. So, das heißt, Sie müssen zweimal auf Markierte Datensicherung wiederherstellen klicken. Der Wiederherstellungsprozess der Daten läuft und Sie erhalten eine Meldung, wenn WABI Profi 3 fertig ist. Danach können Sie das Fensterchen einfach wieder schließen und Sie können ganz normal WABI Profi 3 starten und alles sollte nun wieder in Ordnung sein.